Das Dreieck OMW ist rechtwinklig in W, wie auf der ungenauen Zeichnung hierunter. Der Winkel in M misst 30 Grad. Der Winkel in O ist in drei gleich große Winkel unterteilt. Frage, wie groß ist der gesuchte Winkel? Wir wissen also, dass am Punkt B ein rechter Winkel ist, der Winkel am Punkt M 30 Grad misst und dieser Winkel am Punkt O in drei gleich große Winkel unterteilt ist, Winkel, deren Öffnung wir hier Alpha nennen. Was wir suchen, ist die Öffnung von diesem Winkel Beta. Da MOB ein rechtwinkliges Dreieck ist, wissen wir, dass 30 Grad plus 3 mal Alpha 90 Grad ergeben muss, also muss 3 mal Alpha 60 Grad ergeben, woraus wir schließen, dass Alpha 20 Grad ist. Jetzt schauen wir in diesem rechtwinkligen Dreieck. Wir wissen, dass Winkel Beta plus Winkel Alpha 90 Grad ergeben muss und daraus schließen wir, dass der Winkel Beta 90 Grad minus 20 Grad sein muss, also ist Beta 70 Grad. Und somit ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.